Der FC Bayern München hat offenbar Interesse an Mittelfeldmann Adrien Rabiot von Paris Saint-Germain bekundet. Das berichten die Sportbild sowie der Rundfunksender RMC übereinstimmend. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt einen Gratis-Monat. Demnach sei der deutsche Rekordmeister bereit, Rabiot noch im Winter von PSG loszueisen und somit eine Ablöse für den französischen Nationalspieler zu zahlen. Da Rabiots Vertrag im Sommer ausläuft und der 23-Jährige im Falle eines Abgangs nach der Saison kein Geld mehr in die Kassen der Hauptstädter spülen würde, soll das Interesse aus Deutschland bei den Parisern auf Gegenliebe gestoßen sein. Doch kein Rabiot-Wechsel zum FC Barcelona. Zuletzt wurde übereinstimmend vermeldet, dass Rabiot im Anschluss an die laufende Spielzeit ablösefrei zum FC Barcelona wechselt. Zwischen Barca und den PSG-Verantwortlichen sei es aber im Zuge der Verhandlungen zu Unstimmigkeiten gekommen. Sollte sich ein Wintertransfer Rabiots nach München im Winter zerschlagen, seien die Bayern bereit, alles zu tun, um ihn im Sommer zu holen, berichtet RMC.